Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sind hier im Fighting Studio und bei mir sitzt niemand geringerer als Momo Traversi. Du hast einen nicht allzu langen Weg hierher gehabt, bist aus München hergekommen. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich kommen dürfte. Wir hatten dich ja vor ein paar Wochen schon mal hier gehabt, vor ein paar Monaten inzwischen. Haben mit dir darüber gesprochen, wie es aussieht, ob du ein Comeback planst und so weiter. Ob wir dich in diesem Jahr nochmal bei NFC sehen können. Und du hast gesagt, ja klar, auf jeden Fall, habe ich richtig Bock. Seitdem gab es eine große Veranstaltung, NFC 8. Jano Ehrens hat seinen Titel verloren und hat im Nachgang sehr, sehr frei darüber gesprochen, wen er sich als nächsten Gegner vorstellen könnte. Und dein Name ist gefallen. Was sagst du dazu? Ich finde es gut, dass er das gesagt hat. Und ich habe Bock drauf, gegen ihn zu kämpfen. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen die Zeit nehmen. Und dann wird auf jeden Fall stattfinden. Aber nicht für jetzt. Für das erste Mal. Ja, also du sagst jetzt erstmal zurückkommen gegen jemand anderen. Wie hast du diese, also es war ja in dem Sinne keine Herausforderung. Er hat ja jetzt nicht gesagt, ich fordere dich heraus, Momo. Er hat gesagt, das ist ein Kampf, den ich mir vorstellen könnte. Das würde stilistisch Sinn machen. Ich weiß gar nicht, wie genau er gesagt, er hat gemeint, lecker stehen bleiben und hauen, hat er gemeint so. Also er hat gesagt, das wird ein Kampf, bei dem wir nicht ringen, weil er genau weiß, du kämpfst auch lieber im Stand und ihm das lieber gewesen wäre. Wie hast du es trotzdem aufgenommen? Fandst du es ein bisschen respektlos vielleicht, weil er sagt, okay, ich habe jetzt verloren, jetzt will ich gegen den Momo kämpfen? Oder fandst du es gut als sportliche Herausforderung? Wie hast du dieses Interview aufgenommen? Nee, also ich nehme ja alles sportlich. Es ist jetzt nicht, der hat ja nichts Schlimmes gesagt, sondern da hat man nur gesagt, hey, ich möchte gerne gegen den Momo kämpfen. Und wie ihr es gesagt habt, der Kampf wird auf jeden Fall geil aussehen. Wir werden uns bestimmt irgendwie gut hauen können, weil er ist ja auch ein Stand-Up-Kämpfer. Ich bin genauso ein Stand-Up-Kämpfer oder ein Allrounder. Und er hat Bock drauf, ich habe Bock drauf. Und ich nehme es nicht böse, es wird geil. Ja. Es wird geil. Wenn es stattfinden wird, dann wird es auf jeden Fall geil aussehen. Nicht nur für uns, sondern auch für das Publikum genauso. Und du sagst, aber erstmal nicht. Also erstmal was anderes vorher. Warum? Einfach so, weil wir uns einfach die Zeit für uns nehmen wollen. Wir wollen einfach erstmal jemanden anderen kämpfen. Wir wollen jetzt erstmal einen Sieg holen und dann wollen wir dann einfach weiterschauen. Das wird einfach mit dem Team alles zusammen geplant und was einfach feststeht gerade, dass wir gesagt haben, wir schauen erstmal, dass wir erstmal einen normalen Kampf machen und dann werden wir gegen Jerns antreten. Das klingt ja fast so, als hättest du schon irgendjemanden im Hinterkopf. Das ist ja bei dir nichts Ungewöhnliches. Den Kampf gegen Max, den hast du ja damals eigentlich angestoßen. Das hat man, also bei all dem Hype, den es um diesen Kampf ja auch gab, hat man das so ein bisschen vergessen, dass nicht wir den Kampf angesetzt haben oder Max Koga oder Max Merten, sondern die Grundidee zu diesem Ding, die kam von dir. Hast du jetzt jemanden im Hinterkopf? Wenn du sagst, ich will gegen jemand anderen kämpfen, das klingt so, als ob du schon irgendeinen Namen im Kopf hast. Nee, ehrlich gesagt, nee. Ich habe keinen anderen Namen, sondern die erste Person war ja der Max, weil es war auch meine allererste Herausforderung in meiner ganzen Karriere. Ja. Und wenn ich einfach so ein Bauchgefühl habe, dass es jemanden irgendwo da ist, dann werde ich es auch direkt vor der Kamera sagen oder ich werde es einfach direkt sagen. Aber für jetzt habe ich einfach niemanden im Kopf, wo ich sagen kann, hey, ich möchte gegen den kämpfen, sondern Jerns wollte gegen mich kämpfen und ich habe ja auch Bock auf den Kampf. Wir schauen erstmal, wann die nächste Veranstaltung sein wird, wann ich als nächster in den Cage steigen werde und dann schauen wir mal, wann er drankommen wird. Also wann die nächste Veranstaltung ist, das wissen wir zumindest schon mal. Das können wir ja fest sagen. Also in Barling haben wir jetzt ein Juni-Event, da ist die Fightcard voll. Also da wird wahrscheinlich erstmal kein Kampf von dir drauf stattfinden. Zumindest Stand jetzt ist das nicht so. Der nächste Event wäre am 6.8. in Bonn. Mhm. Bonn kennst du, da haben wir dich schon gesehen bei NFC. Wäre das ein Termin, den du interessant findest? Ich frage, weil 2 Monate später in deiner Heimatstadt in München auch eine NFC-Veranstaltung stattfinden wird. Genau. Ehrlich gesagt, ich hatte eher mehr Bock gehabt, jetzt in Balingen zu kämpfen und mir dann einfach die Zeit ein bisschen zu nehmen, mehr zu trainieren, intensiver zu trainieren, bis dann Oktober. Aber wir warten einfach, wir schauen noch, wer als nächster kommen wird. Und falls in Balingen was sich ergibt, dann werden wir den Kampf annehmen oder in Bonn. Wir schauen, aber Oktober wird auf jeden Fall knallen. Also Oktober wird auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall dabei sein, ist zu Hause. Und da gibt es kein Hin und Her oder sonst was. Sondern und dann wollen wir natürlich dann auch einen Kracher haben. Wäre das, genau. Wär das vielleicht
so eine mögliche Marschroute, dass man sagt, in Bonn sozusagen dein Comeback-Duell, warst du ja jetzt auch eine Weile dann sozusagen raus aus dem Game, und dann in München der Kampf gegen Jano? Kann man das? Ja, ich sag mal, warum nicht? Ich hätte ja ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Er hat ja sowieso schon gesagt, ich kämpfe in der Hölle. Wie war das? In der Hölle des Löwen. Löwen, ja, genau. Ja. Und wenn er in meine Stadt kommen will oder wenn er zu mir nach Hause kommen will und gegen mich kämpfen will, das wird keine gute Idee sein. Aber wenn er da Bock drauf hat, warum nicht? Könnten wir es hinbekommen. Jetzt haben wir uns kurz vorher schon ein bisschen unterhalten. Du hast gesagt, wenn ich in München kämpfe, unterm Hauptkampf geht nichts. Genau, unterm Hauptkampf geht gar nichts. Ja. Genau. Es muss klar sein, es ist zu Hause. Und da muss ich auf jeden Fall einen Hauptkampf bekommen. Auch Co. geht auch? Co-Main? Co-Main, nee, da diskutieren wir nicht, ehrlich gesagt. Also es ist so, zu Hause ist zu Hause und da muss man schon einen Hauptkampf haben. Weil da gibt es keinen... Es gibt schon ein paar Münchner, die auf jeden Fall bei NFC kämpfen, aber die müssen auch auf jeden Fall auf der Karte stehen. Sollten, müssen nicht, aber sollten auf jeden Fall auf der Karte stehen. Und wie lange bin ich schon bei NFC oder wie lange kämpfe ich schon bei NFC? Und also sollte schon einfach sein, dass man das irgendwie hinbekommt. Das würde mich sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Das würde ja eine Sache bedeuten, denn normalerweise ist es ja so, du weißt das selbst, an der Spitze der Card steht in der Regel der Titelkampf, wo der Titel auf dem Spiel steht. Ja. Der Titel wird in Bonn ausgekämpft zwischen Max Koga und Mert Özyıldırım, der den Titel ja jetzt erst gewonnen hat gegen Jano Ahrens. Ja. Wenn du den Hauptkampf machen willst, müsstest du eigentlich gegen den Gewinner von dem Kampf einen Hauptkampf machen in München. Mhm. Dann ist es ein Titelkampf. Also dann gegen Mert... Oder gegen Max nochmal, oder was? Wenn das der Fall ist, wenn es nur so geht, dann warum nicht? Dann machen wir es halt so. Aber ich hätte nichts dagegen. Hauptsache kämpfen. Für mich ist einfach Hauptsache kämpfen. Und und wenn es in München ist, dann will ich den Hauptkampf haben. Ja. Ich will den Hauptkampf haben. Ist ja noch Zukunftsmusik, ist noch eine Weile hin, ein halbes Jahr fast. Das heißt, vorher fließt noch eine Menge Wasser die Isar runter sozusagen. Und ich würde jetzt vielleicht noch mal diesen Bonn-Event, weil du hast ja gesagt, ich will jetzt einen Kampf machen gegen irgendjemanden, erstmal zurückkommen, Sieg holen. Jeder weiß, es gibt keine Aufbaukämpfe bei NFC, du weißt das auch. Ich glaube, das ist auch nicht dein Anspruch. Ich glaube nicht, dass du irgendeinen Fallobst haben möchtest. Die Frage ist, wer wäre denn ein möglicher Gegner? Gegen wen könnte man das denn machen? Denn das Federgewicht ist eine super besetzte Gewichtsklasse in Deutschland und auch bei NFC. Wir haben, ich weiß nicht, einen Abubakar Sabirov, der einen guten Kampf gemacht hat. Wir haben einen Haufen andere Federgewichte, die wirklich sehr, sehr stark sind. Hast du jemanden, wo du sagst, da könnte ich mir das vorstellen? Ich habe ja der Abubakar Sabirov wurde mir vorgeschlagen und hat auch den Kampf angenommen. Nach 2 Tagen hat er den Kampf abgesagt. Okay. Da er familiär was zu tun hat, das verstehe ich, ist gar kein Problem, aber es muss jetzt nicht einer aus Deutschland sein, es kann auch einer aus dem Ausland sein. Wurde mir auch als letzte jemand vorgeschlagen, auch aus Holland, ist ein Brasilianer aus Holland. Mhm. Ich hätte nichts dagegen. Also es ist, wie du es gesagt hast, sind keine Fallobste, die dort irgendwie kämpfen. Ich brauche keinen Aufbaugegner oder sonst was, sondern Hauptsache einen Gegner, den ich mit ihm hauen kann. Und wenn einer kommt, dann kommt. Wenn die absagen, dann sagen die halt ab, dann ist es halt so. Muss aber ein bisschen abwarten und schauen. Okay. Okay, aber den Sabirov-Kampf hast du schon angenommen, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Genau, das ist ja eine super Info. Weil das wäre, glaube ich, auch ein Kampf, da hätten viele Leute Bock drauf. Ja. Und? Da muss also der wurde mir vorgeschlagen, ich habe zugesagt und dann von seiner Seite aus kam dann, dass er doch raus ist. Mhm. Aus persönlichen Gründen hast du gesagt. Genau, aus persönlichen Gründen. Das ist natürlich, also da muss ich sagen, gut ab, weil das ist ja stilistisch alles andere als ein einfacher Kampf. Der Sabirov, auch einer im Stand gut, kann gut ringen, wäre natürlich auch ein interessantes Duell. Ist das ein Möglichkeit, dass man sagt, ich meine, irgendwann wird sich sein persönliches, was auch immer er hatte, ja sicherlich auch erledigt haben. Ist das was man vielleicht nachholen könnte dann? Sagen wir mal in Bonn zum Beispiel? Ehrlich gesagt, alle Vorschläge oder alle Entscheidungen, das treffe ich nicht nur ich selber, sondern das treffe ich mit meinem Team. Und ich kann jetzt nicht auf einmal sagen, hey, ich will den und den. Nur wenn ich irgendwie auf jemanden Bock habe und sage von meinem Bauchgefühl aus so, hey, ich will unbedingt, dann haue ich es einfach mal raus. Und jetzt, wer kommt, dann kommt halt. Und wir schauen einfach, ob das sich lohnt, gegen den zu kämpfen, aber ob es uns was bringt oder ob es mir was bringt in meiner Karriere, um weiterzukommen oder nicht. Also ich habe schon gegen ihn zugesagt, also ich habe schon den Kampf schon zugesagt gegen ihn. Bei ihm hat es halt nicht geklappt in der Zeit, aber wir schauen einfach weiter, schauen wir mal.
Momo bleibt Momo. Gucken, was kommt. Wir leben genau in den Tag hinein. Aber so soll es auch sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin froh, dass du sagst, in diesem Jahr möglichst noch zweimal kämpfen. Ich bin froh, dass du sagst, ich möchte weiter bei NFC auch kämpfen. Ja. Ich glaube, das ist ein Gewinn für die Veranstaltungsreihe. Ich freue mich drauf, wenn wir dich wiedersehen. Baling wird wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, nichts. Die Fightcard ist schon voll, aber in Bonn steht ja schon der nächste Termin. Vielleicht klappt es vielleicht doch nicht in Balingen, weiß ich nicht. Also steht ja auf jeden Fall schon einer da, aber Du verhandelst quasi noch? Genau, wir suchen, wie gesagt, ich habe schon jetzt schon 4 Absagen für Balingen schon bekommen und wurde mir jetzt schon noch einer vorgeschlagen. Wir haben den schon angeschaut und wir schauen jetzt, ob wir jetzt den Kampf annehmen sollen oder nicht, aber er ist schon auf jeden Fall interessant, aber... Mhm. Bevor ich dich gehen lasse, hätte ich von dir gerne noch die Einschätzung zum Titelkampf bei NFC 8, den wir gesehen haben, als Jano den Titel verloren hat. Du kennst ja nun beide Kämpfer sehr, sehr gut. Du kennst ja Merz sehr, sehr gut. Jano zumindest vom Zusehen. Wie hast du das erlebt? Hättest du erwartet, dass er den Titel abgibt an Merz? Hättest du erwartet, dass der Kampf so läuft? Wie fandst du die Performance von Merz Özyıldırım? War gut. Also die Art und Weise, wie er gekämpft hat, war einfach schlau von seiner Seite aus. Für das Publikum war halt irgendwie nicht so interessant, weil also die Leute, die sich Boden auskennen, haben bestimmt gesagt, so, hey, ein geiler Kampf. Ja. Aber für die anderen eher, die haben gedacht, es wird wieder irgendwie, der Jano wird sich wieder hauen mit dem Merz oder wie bei Max Koga. Er hat sich einfach sauber einen Sieg geholt, er hat es schlau gemacht. Aber es ist nicht das, was, glaube ich, die Zuschauer haben wollen oder sehen wollen, sondern was sie sehen wollen, ist eher mehr Ballern, wie halt... am Boden kontrollieren und da trotzdem weiterzuschlagen. Und ja, den Kampf, den Zuschauer sehen wollen und die es feiern würden, wäre gegen Jano. Und den werden die auf jeden Fall bekommen. Ja, und das wird der Highlight bei NFC. Das ist ein Kampf, der unbedingt kommen muss. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, das wäre ein Fest für die Fans. Sag mal, du kommst zurück, holst einen Sieg, bist sozusagen wieder in der Spur. Was würde dich eher interessieren? Ein Titelkampf oder ein Rückkampf gegen Max Koga? Ich bin für alles offen. Du kannst ja sogar beides vielleicht sogar haben, wenn er den Titel gewinnt. Weiß man ja gar nicht. Aber was wäre dir theoretisch lieber, wichtiger? Ich bin für alles offen, ehrlich gesagt. Ich schaue einfach, was mir einfach meine Karriere weiterbringt. Ja. Ich will nicht irgendjemanden kämpfen und ich will jetzt nicht... Für mich einfach mein Rekord oder meine anderen Kämpfe oder meine Bilanz halt spricht sich von selbst und da kann man schon sehen, wen ich alles gekämpft habe und gegen wen ich alles gewonnen habe und gegen wen ich alles verloren habe. Ich will einfach gute Kämpfe. Ich brauche einfach diese gute Kämpfe. Ich brauche gute Gegner, ich brauche gute Kämpfe, ich brauche Feuer, ich brauche Blut, ich brauche Action, ich brauche alles. Und das hält mich einfach am Leben und genau das erwarte ich und genau das will ich auch haben. Weil anders halte ich mich nicht am Leben. Anders kann mich nicht am Leben halten, das ist es. Also wir haben einen Mohamed Trabelsi, wie wir ihn kennen, lässt alles auf sich zukommen. Wir sind mal gespannt, wann wir das nächste Mal sehen werden. Dieses Jahr hoffe ich noch, du hast gesagt, 2 Kämpfe willst du machen. Hundertprozentig, da haben wir es gehört. Also ob in Balingen im Juni oder im August in Bonn oder im Oktober in München. Also da dann aber spätestens wahrscheinlich. Ne? Sehen wir Mohamed Trabelsi wieder bei NFC. Vielen Dank, dass du hier warst, mein Lieber. Die letzten Worte gehören wie immer dir. Die Kamera ist dort. Perfekt. Ja, wie gesagt, also in München werde ich auf jeden Fall antreten und es wird auf jeden Fall geil. Zu Hause zu kämpfen ist halt ein ganz anderes Feeling und ich liebe es genauso zu Hause zu kämpfen, weil das Feuer, die Fans, Freunde, Familie sind immer dabei und da fliegen meistens die Fäuste schon richtig schlimmer wie in den anderen Städten. Und ja, ich möchte einfach mal bei meinem Team bedanken. Ich habe ja kürzlich beim Munich MMA einen Vertrag unterschrieben. Das ist ein Profivertrag, ein Athletenvertrag. Da freue ich mich sehr, ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Weil jetzt laufen die Sachen ganz anders. Und ja, möchte mich auch bei meinem Team bedanken, Munich MMA, bei meinen Hauptsponsoren. R&D bei Home for Minds und Stay Hungry und... es ist immer so bei mir. Ich vergesse es immer, sobald es kommt. Da stelle ich dir noch eine andere Frage. Vielleicht fällt dir der dritte Sponsor oder der vierte Sponsor gleich noch ein. Das weiß ich schon. Der Michi. Der Michi, mein... Der Michi. Genau, der Michi, mein... Der Michi dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Ja, wenn bitte. Du sagst, du hast einen Profivertrag unterschrieben mit dem Munich MMA. Genau. Was genau heißt das? Ein Profivertrag ist einfach mal, dass die Athleten...
die werden besser, die kümmern sich viel mehr und viel besser um ihren Kämpfer. Die schauen einfach, dass das Management besser läuft, dass wir einfache Kämpfe bekommen, die Verträge, dass es besser organisiert wird. Bessere Sponsoren bekommen, dass das Training auch läuft. Zum Beispiel, ich bekomme jede Woche einen Trainingsplan, der extra für mich gemacht wurde, was halt irgendwie so Kampfsport angeht, was Fitness angeht, was Mobility-Training angeht. Also es ist alles getaktet. Jede Woche bekomme ich was Neues und ich muss mich einfach an den Plan dran halten. Und ja, und das finde ich halt geil. Das bekommt man nicht überall in Deutschland. Das bekommt man nicht jetzt irgendwie. Es gibt bestimmte Gyms, die so Profi arbeiten. Und jetzt haben wir die Schule so gut auf die Beine hingestellt, dass es jetzt bei uns genauso läuft. Und ja, seit 12 Jahren bin ich Mitglied beim Munich MMA. Und das ist sowas zu sehen. Wir haben auf kleine Matten angefangen. Wir haben auf Pusenmatten angefangen. Da hatten wir keine Matten, Wendenmatten oder sonst was. Und jetzt halt haben wir so vieles aufgebaut. Und das ist mir halt so, ist mir einfach eine Ehre, einfach ein Mitglied oder das Team zu repräsentieren. Und gibt es einen ganzen Profikader, ein ganzes Profiteam? Oder bist du jetzt der Erste, erstmal, der so einen Vertrag bekommen hat? Also ich bin, es gibt schon ein Profiteam und ich bin der Erste, der es unterschrieben hat, da ich halt der meistaktive Kämpfer bin. Und ja, und da werden auf jeden Fall die Nächsten auf jeden Fall schon kommen und ja, sind schon, glaube ich, 2, die auch den nächsten Vertrag unterschrieben haben, aber wir erwarten auf jeden Fall noch mehr und noch mehr und noch mehr und die News könnt ihr halt auf Instagram verfolgen, auf Munich MMA und ja. Ja, schaut euch gerne noch den Gymcheck an bei uns auf der Seite. Wir waren ja im Munich MMA, wunderschönes Gym, richtig, richtig schöner Glaskasten im Zentrum von München. Also wer da mal ist, gerne mal vorbeischauen zum Trainieren. Ganz, ganz tolles Gym. Gerne mal anschauen, den Gymcheck. Danke, dass du hier warst, Momo, und wir sehen dich hoffentlich bald in Action. Auf jeden Fall. Vielen Dank für alles und danke an das Team. Boom. Danke dir. Danke dir. Und trifft Erez hier mit der Linken, schickt ihn zu Boden. Deutschlands führende Kampfsportreihe NFC kommt zum ersten Mal in den Süden Deutschlands mit einer Schlacht um die Krone im Leichtgewicht. Oh, gute Rechte. Die Frankfurter Kampfmaschine Alexander Werdko löst ein altes Versprechen ein und greift nach 9 Siegen in Folge nach dem Titel. Потому что я буду знать, что он хочет победить меня. Я не должен этого допускать. Sein Gegner, Arda Adash, ein Kämpferherz mit 10 Jahren internationaler Erfahrung, will den Gürtel nach Berlin holen. Ich persönlich finde es immer elegant zu submitten. Ich visualisiere und ich sehe, wie ich ihn auschoke. Ich sehe, wie ich ihn Armbar setze. Im Co-Main Event, der Sieger der NFC Series, Christian Mach, stellt sich in seiner neuen Heimat Balingen dem afghanischen Powerhouse Zafar Mosin. Christian Mach, was ist das für ein Teufelskerl? Plus ein Duell der Bodenkampf-Monster. NFC Series-Finalist Jekina Nosso Pedro testet sein Jiu-Jitsu gegen das brachiale Ground and Pound von Florin Zendeli. Oh, geht er zu Boden! Ist der Kampf vorüber? Ja. NFC 9 am 18. Juni in der Sparkassenarena Balingen und live auf Sport 1 und bei Fighting auf YouTube. Tickets unter fighting.de/tickets.